Hier in der Mitte habe ich den sogenannten Mondstein. Ja, der Name ist vielleicht erkennbar. Der soll dem Gestein des Mondes sehr ähneln. Der Stein hat sehr viele Löcher, ist sehr strukturreich und, so habe ich die Erfahrung gemacht, wasserneutral. Auch wenn es jetzt hier von der Farbe des Steines so aussieht, als würde er doch einige Mineralien enthalten. Ich habe den Stein schon ausprobiert mit ordentlicher CO2-Zufuhr und ja, der Leitwert hat sich nur geringfügig verändert. Der Stein ist auch ziemlich leicht und ich könnte mir diesen Stein auch gut in einem Malawisee-Buntbarschbecken vorstellen. Hier im Bad habe ich meine Umkehrosmoseanlage stehen. Also das Frischwasser kommt von hier, geht erst in den Feinfilter rein, dann hier rüber in eine Kartusche mit Aktivkohle, dann hier oben nochmal durch eine Membran, fließt dann hier unten weiter. Und zwar habe ich hier jetzt noch nachgeschaltet einen Silikatfilter. Ja, da ist so ein Mischbettharz drin, das ist blau und wenn die Kügelchen mit Silikat gesättigt sind, dann wird das Ganze gelb. Das zeigt mir dann an, wenn es wieder Zeit ist, eine neue zu kaufen. Das Wasser fließt dann hier in einen 60-Liter-Tank und in dem Tank ist eine Teichpumpe, die schafft 3.500 Liter pro Stunde. Ja, und mit der pumpe ich dann das Osmosewasser in meine Aquarien. Der Schlauch ist circa 20 Meter lang. Ja, und die Pumpe, die 3.500 Liter pro Stunde schafft, reicht völlig aus. Ja, die Umkehrosmoseanlage schafft 190 Liter am Tag. Das ist vollkommen ausreichend für meine Bedürfnisse. Ja, und wenn ich neue Aquarien fülle, dann dauert es halt etwas, bis sie dann voll sind. Das Aquarium ist jetzt befüllt, zur Hälfte mit Osmosewasser, die andere Hälfte reines Leitungswasser. Ich habe einen Leitwert von ungefähr 150 Mikrosiemens. Nicht wundern, dass jetzt hier zwei Rucksackfilter dran hängen. Der eine läuft einfach mit, der kommt dann in ein anderes Becken. Ich habe hier im Vordergrund Buße Phalantra SP Red auf kleine Lava-Splittstückchen geklebt und dann einfach hier vorne platziert. Im Hintergrund sieht man die Schismatoclotis, ein Ahornstabgewächs. Ja, das Gute bei der Schismatoclotis ist, man kann sie als Aufsitzerpflanze verwenden, als auch in den Bodengrund einpflanzen. Das funktioniert beides ganz gut. Und dann habe ich noch die kryptogrüne Crispatula gesetzt. Rechts, links und hier hinten versteckt im Hintergrund. Ja, die wird sehr schön hochwachsen, an der Wasseroberfläche überhängend. Ja, und das soll eigentlich die Bepflanzung für dieses Aquarium sein. Ja, ziemlich spärlich, aber ich möchte hier den Augenmerk auf das Hardscape richten, also Steine und Holz. Passend dazu habe ich jetzt hier noch Granitsplit verwendet. Der passt eigentlich ganz gut zu den Moonstones. Super tolle Steine mit sehr vielen Löchern. Ja, und ich finde, der Stein hier hinten, der sieht ein bisschen aus wie ein Gesicht.
Gefiltert wird das Becken mit dem Aquael Versamax 2. Den habe ich jetzt hier auf geringster Stufe laufen. Mit feinem Vorfilterschwamm von Aquael. Hier hinten habe ich einen CO2-Neodiffusor. Ich leite hier CO2 ein bis auf einen Wert von 20 Milligramm pro Liter. Das ist völlig ausreichend. Eigentlich würden die Pflanzen auch gut ohne CO2 funktionieren. Die sind alle drei nicht anspruchsvoll. Ja, mal gucken, vielleicht baue ich den Diffuser auch wieder aus. Ja, und beleuchtet wird das Becken mit einer TwinStar WRGB-Lampe. Man sieht hier die Reflexionen der blauen, grünen, weißen und roten LEDs. Ich habe auch einen Dimmer für die Lampe. Jetzt läuft sie auf voller Stufe. Mal gucken. Gedüngt habe ich schon ein wenig, und zwar habe ich Kalium eingegeben, bis auf einen Wert von 12 Milligramm pro Liter. Das Aquarium läuft jetzt 14 Tage. Nächste Woche beginne ich ein bisschen Eisen zu düngen, circa 0,1 Milligramm pro Liter und Nitrat auf 12 Milligramm pro Liter. Ich habe jetzt noch zwei Sorten Moos besorgt und wie ich die jetzt hier ins Aquarium einbringe, das zeige ich euch jetzt. Ich habe mir zwei verschiedene Sorten Moos bestellt. Einmal links Versicularia Mini Christmas Moos und rechts das Krabi Moos. Hatte ich noch nicht, möchte ich gerne mal ausprobieren. Und zwar mit Moos ist es ja immer so eine Sache im Aquarium, ne? Wenn man die irgendwo hinklebt oder zwischen Stein und Holz steckt, die wachsen enorm gut, auch ohne Zugabe von CO2. Nur allerdings, wenn man die dann im Aquarium beschneidet oder rupft, fliegen dann winzige Teile im Aquarium rum und das reicht schon aus, dass sich das Moos irgendwo festsetzt und dann dort unkontrolliert weiter wächst. Deswegen mache ich das wie folgt. Ich habe mir jetzt hier im Baumarkt ja so Stahlgitterchen bestellt, die habe ich zugeschnitten. Hier unten an der Seite habe ich Angelschnur befestigt. 0,14er Angelschnur ist das, also ganz dünne. Ja, ich lege das Moos jetzt also hier drauf, umwickel das dann mit der Angelschnur. So kommt das ins Aquarium und darf dann wachsen. Ich kann dann das Gitterchen einfach wieder rausnehmen, das Moos beschneiden, gründlich abwaschen und dann wieder zurück ins Aquarium setzen, ohne Probleme, dass mir irgendwo das Moos unkontrolliert weiter wächst. Das Moos sitzt jetzt hier auf der Wurzel an seinem Platz. Vielleicht mache ich hier links nebendran noch ein Stück. Mal schauen. Hier kann es jetzt vor sich hin wachsen. Wie erwähnt, einfach rausnehmen, beschneiden, gut abwaschen und wieder zurück ins Aquarium. Im nächsten Video geht es dann weiter mit dem Besatz. Wenn dir das Video gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann!